Freunde, endlich ist es wieder soweit. Endlich sind wir wieder unterwegs, war ja jetzt ein paar Wochen Ruhe. Und heute geht es wieder in den Wald und auf die Wiese, eventuell mal schauen. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar schöne Sachen finden, die die vergangenen Epochen zurückgelassen haben. Vielleicht machen wir Funde, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Drückt uns zusammen die Daumen auf schöne Funde. Wir werden es sehen. Und lang genug gebabbelt, hauen wir gleich rein. Auf geht's bis zum allerersten Fund. Ja, Freunde, und wie so oft der erste Fund hier. Und da haben wir ein Stück Aluminium, wahrscheinlich irgendwas von einer Dose. Der erste Fund Aluminiumscheiß. Und hier handelt es sich um ein, ja, ich würde mal sagen, ein Stück von einem Messergriff. Kann es aber nicht genau bestimmen. Aber ich denke mal, um sowas wird es sich handeln. Ein Fragment von einem Messergriff. Ja, und hier haben wir schon wieder so ein Bruchstück gefunden. Und ich denke, auch das Teil stammt von einem Messergriff. Aber wie gesagt, nur ein Fragment. Ja, ein kleines Bruchstück, wie gesagt, von einem Messergriff. Huch. Und schon wieder Aluscheiß. Oh Mann, das hat ja auch was im Wald zu suchen hier. Und hier handelt es sich um die Ummantelung eines Bleigeschosses aus Kupfer. Und auch hier wieder einmal Heavy Metal. Und das sieht aus jetzt wie ein Stück einer Trense. Aber gut, nichts Genaues weiß man nicht. Auf alle Fälle ist ein Eisenring dran. Das ist doch schon mal sehr nett. Eine Beilagscheibe. Aluminiumblech, Staniolpapier. Da handelt es sich um einen Bottletop, um einen Flaschendeckel aus Aluminium, heute in einem wunderschönen Silber. Und noch einer. Und hier haben wir den ersten interessanten Fund. Sieht aus wie ein Stück, ja, eine Art Schnalle. Kann es nicht genau sagen, aber aus Eisen. Interessant auf alle Fälle. Aber was das mal war, huch, ich kann es gerade nicht sagen. Nun gut, jedenfalls der erste interessante Fund. Prima. So, hier war ein 60er, nee Quatsch, ein 80er Signal. Man hört es auch. Und da ist es schon, schaut. Hier, ja, ein Knopf mit Öse. Ja, die Öse, wie gesagt, ist vorhanden. Ansonsten ist es ein ganz normaler kleiner Knopf. Ich denke mal, ohne Verzierung, muss man nachher nochmal schauen. Ja, und hier haben wir das sogenannte Arschblatt. Also ich glaube, im Volksmund werden die Dinger so genannt. Das sind die größten Blätter hier in Deutschland, soweit ich das mitbekommen habe. Riesendinger, und ja, woher der Name Arschblatt kommt, ist ja wohl klar. Wenn man im Wald unterwegs war früher, Papier war ja ein teures Gut. Da hat man sich mit den Blättern den Hintern abgewischt. Deswegen Arschblatt. Ein Stück Draht und das Bodenfragment einer Getränkedose. Deine Patrojinski. Eine Abziehlasche. Und da haben wir sie, die allseits beliebte Nivea-Dose. Hier im Wald zwar nur der Deckel, aber immerhin auf alle Fälle eine Nivea-Dose, damit auch die Landwirte und die Jäger und Förster sich schön immer sich schön immer
Diese Bremsen, hier sind schon wieder die Bremsen unterwegs. Ja, was wollte ich sagen? Damit sich die Jäger, Landwirte etc. pp. Schön eincremen können, damit sie eine schöne samtene Haut behalten. Hier im Wald, Nivea. So, hier war wieder ein, ja, 80er-Signal. Hier ist es, das Signal. Vielleicht hört ihr es ja. So. Oh, Leute. Ich glaub's ja nicht. Ihr seht schon, ja, Junge, Junge, ein Riesenring mit einem Haken dran. Naja, warum nicht? Fetter Eisenring mit Haken. Ja, Freunde, es gibt nichts Schöneres als der Wald, als den Wald am frühen Morgen. Wunderbar. Unten im Tal hört man die Autos fahren, aber hier ist es wunderbar ruhig und ich hoffe noch auf andere schöne Funde, außer Eisenringen und Heavy Metal. Schauen wir mal, ob noch was könnte. Wir graben wieder mal wie ein Verrückter, aber was das jetzt ist, was ich da rausgeholt habe, kein Schimmer. Eisen, okay, aber schaut selbst, ein massives Stück. Also ich denke nicht, dass es sich um eine Waffe handelt. Dazu ist das Teil echt zu schwer. Also denke ich mal, dass es sich um ein, ja, landwirtschaftliches Gerät handelt, irgendwas abgebrochen, keine Ahnung. Wie gesagt, schweineschwer. Und das nehme ich jetzt auch nicht mit. Das lehne ich hier an den Baum. Vielleicht nehme ich es auf dem Rückweg mit. Ja, komisches Teil, interessanter Fund. Aber was das jetzt letztendlich ist, vielleicht fällt euch ja was dazu ein. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Hier haben wir eine kleine Pistolenkugel, würde ich sagen, ist das. Keine Musketenkugel, einfach zu klein. Und das Teil steckte in einem kleinen Stück Holz. Und deswegen ist hier auch noch Holz am Rand. Naja, eine Pistolenkugel. Ja, Freunde, und hier sind wir im Esszimmer vermutlich eines Eichhörnchens. Und da sieht man sehr schön, wie das oder die Eichhörnchen die Zapfen abgenagt haben. Das ist der Rest vom Schützenfest. Ja, das oder die Eichhörnchen haben sich schmeckt. Und hier ist das nächste Signal. Man hört ein 77er Signal war das. Oh je. Da seht ihr schon. Ja, kein Eisenring in dem Sinn, sondern ja, ein Stück Rohr. Heavy Metal. Trash. Müll. Abfall. Eine Patronenhülse. Ein Brennecke-Geschoss.
Schaut mal, ein Vogelring. Auch schon lang nicht mehr gefunden. Aha. Das kann ich jetzt nicht feststellen. Doch, 1957. Von 1957 ein Vogelring. Mensch, prima. Freue ich mich. Sehr nett. Ja, und hier ist eine kleine Raupe. Ihr seht's ja. Huch. Sie wollte mich angreifen. Nein, aber sie fliegt. Huch. Ja, sie hängt wohl an einem Faden und düst hier rum. Und wieder mal Heavy Metal und heute ein Loch mit Eisen außenrum. Heute in einem schönen Rot. Und hier haben wir auf der Wiese einen sogenannten Wiesenschnäbler gefunden. Ja, ganz selten, bin ich sehr froh drum, der gemeine Wiesenschnäbler endlich mal gefunden. So, hier muss es drin sein. Da schlägt er an, der Pinny. Hier ist ein Stück Glas. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, schaut mal, da. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wir haben die erste Münze. Und es handelt sich um ein 2-Pfennig-Stück. Oh Mensch, wie schön. Ein 2-Pfennig-Stück. Von 1875. Klasse, hey. Da sitzt der nächste Fund. Man sieht es ganz deutlich, ja. Eine neuzeitliche Schnalle, leider kaputt. Verchromt. Naja. Schrott es, Schrott kennen. Egal, eine kleine, moderne und vor allen Dingen kaputte Schnalle. Ja, Freunde, das wird jetzt einer der letzten Funde sein, denke ich mal. Bin jetzt knapp 4 Stunden unterwegs. Ja, nichts Besonderes eigentlich, aber immerhin. Hier liegt er drin, ein halber verbogener Bronzering. Ein Fragment eines Bronzerings. Ja, schade, dass er kaputt ist. Aber immerhin, ein halber Bronzering. Ein Stück Blech. Jeden Meister seinen Kleister. Ja, Freunde, jetzt warst du schon wieder. Wie gesagt, knapp 4 Stunden unterwegs gewesen. Ein paar Funde haben wir ja gemacht. Das 2-Pfennig-Stück und die Messerfragmente vom Messergriff. Dann, ja, was hatten wir denn noch? Diesen halben Bronzering. Das Pfennigstück, 2-Pfennig-Stück habe ich schon gesagt. Naja, ein paar Funde haben wir gemacht. Doll war es nicht. Aber wir waren draußen und das ist die Hauptsache. Raus in die Natur, gerade in dieser Zeit. Was Besseres kann man gar nicht machen. Freunde, ich wünsche euch alles, alles Gute. Eine schöne kommende Woche, schöne Ferien vor allen Dingen. Jetzt sind ja die großen Ferien gut, sind eingeschränkt natürlich durch diesen scheiß Virus. Gebt gut Acht auf euch, passt auf euch auf. Nehmt die Warnung ernst, kann ich nur sagen. Und dann werden wir diese Krise auch überstehen, denke ich mal. Leute, haut rein. Lasst's krachen, wie immer. Und ja, hoffentlich bis bald. Wann es wieder losgeht, weiß ich noch nicht. Naja, wir werden sehen. Macht's gut, Leute. Tschüssikowski. Euer Sondel Andi. Ciao.